Die eigene Welt fliegt in einer gewissen Form auseinander. Alles, was war, ist nicht mehr, wie es war. So ist es mir ergangen, so muss es nicht allen ergehen. Aber gerade die, die früh die Mutter verlieren oder die sich in irgendeiner Form noch nicht richtig abgenabelt haben, haben oft dieses Gefühl, dass man gar nicht ohne Mutter klarkommen kann. Und das war bei mir ein bisschen so. Die war wie so eine feste Säule, auf der ich gestanden habe, und plötzlich war die Mutter nicht mehr da. Der Tod der Mutter als Einsturzerlebnis. So ging es Britta Buchholz. Zuflucht fand sie in der Stille des Berliner Doms. Wer gerade trauert, der hält die Ruhe ja oft überhaupt nicht aus. Aber ich habe auch den Lärm nicht ausgehalten. Ich habe nicht ausgehalten, dass alle Menschen um mich herum scheinbar den Alltag weiterleben und das Leben ganz normal weitergeht. Und mein Leben war irgendwie so in Trümmern. Und da habe ich einen Ort gebraucht, wo ich auch mal einfach raus konnte, so gefühlt, und die Stille aushalten konnte. Und das ging hier. Sie ist 31, als die Mutter nach kurzer Krebserkrankung stirbt. Ihre Freundinnen bekommen gerade Kinder. Der Tod, sagt Britta Buchholz, habe sie völlig überrascht. Sie habe einfach nicht gewusst, wie man trauert. Eine Trauerberatung hier im Dom hat geholfen. Vieles ist normal. Das war schon für mich eine ganz wichtige Botschaft. Also diese Trauer, die ich erst so gehasst habe und so schrecklich fand, und dieser Verlust, nach einer gewissen Zeit weiß man halt, das ist die Liebe, die einem da fehlt. Und dieses Gefühl ist dann eigentlich was, was sich ins Positive verkehren kann, wo man halt sagt, mir geht es so schlecht, aber der Grund, warum es mir schlecht geht, ist ja eigentlich ein schöner Grund. Weil sie selbst sich erst hart erarbeiten musste, wie man mit Trauer umgeht, entschied sich Britta Buchholz, ein Buch zu schreiben. Über das besondere Verhältnis zwischen Müttern und Töchtern und darüber, was passiert, wenn die Mutter stirbt. Wir Töchter schweben ohne Mutter oft erst einmal frei und haltlos in dieser Welt. Die Mutter gießt das Fundament für unser Leben. Wenn sie uns aber verlässt, bevor es getrocknet ist, wird vieles instabil, brüchig. Der zu frühe Tod lässt Töchter instabil werden, wie eine Pflanze, deren Wurzeln abgeschnitten werden. Aber warum sind Mütter so wichtig? Warum ist der Tod der Mutter so fundamental für die Tochter? Die meisten Töchter wirft der Abschied von der Mutter um. Was gibt unserer Mutter so viel Macht? Auch Frauen, die kein gutes Verhältnis zur Mutter hatten, werden von deren Tod umgehauen, sagt Britta Buchholz. Konflikte gehen dann im Kopf immer weiter. Warum habe ich das mit meiner Mutter nicht klären können? Und das ist im Grunde das Wichtigste, dass man, während die Mutter noch da ist, den Moment hat, wo man es ihr sagen kann. Und das ist ja für viele unglaublich schwer, weil man da als Tochter eine ganz große Hemmung hat, bestimmte Dinge anzusprechen. Aber wenn man diesen Punkt nicht überwindet, dann bleibt es auch nach dem Tod der Mutter. Dann bleibt das immer ein Thema. Und das ist das Schwierige. Katrin Hagerns Mutter ist vor einem Jahr gestorben. Auch sie wurde von der Wucht der Trauer überrascht. Jeder Tag, sei es ein Feiertag oder ein Geburtstag oder irgendwas, was dann ohne sie war, war erstmal schwer. Und jetzt glaube ich eben einfach, dadurch, dass der erste Todestag auch vorbei ist, man weiß, was kommt, und ist einfach dann anders darauf vorbereitet und lebt damit. Der Friedhof, sagt Katrin Hagerns, ist für sie eigentlich ein schöner Ort, weil sie ihre Mutter dort besuchen kann. Wir treffen sie aber auf einem Friedhof in Berlin, nicht zu Hause in Erfurt. Es ist ja immer noch für mich eine emotionale Herausforderung, darüber zu reden. Und ich glaube, wenn wir an dem Grab gestanden hätten oder auch auf dem Friedhof gewesen wären, mir ist es so schon schwer gefallen, aber da wäre es mir richtig schwer gefallen, weil einfach, ich hätte ja gewusst, sie liegt da, und das wäre nicht gegangen. Ihre Mutter kämpfte 2 Jahre gegen eine Krebserkrankung. Die Tochter organisiert fast alles. Spezielle Ernährung, Krankenhaus, Hilfsmittel. Als die Mutter dann stirbt, sagt Katrin Hagerns, sei sie so im Orga-Modus gewesen, dass die eigene Trauer viel zu kurz kam. Ich habe den Tod immer weggeschoben. Der hat natürlich in meinem Leben auch schon häufiger stattgefunden. Aber ich habe halt nie mich wirklich in Tiefe damit beschäftigt. Und das ist, glaube ich, das, was viele falsch machen. Inzwischen hat sie viele Bücher gelesen. Auch das von Britta Buchholz. Und sie wagt einen großen Schritt.
Sie beginnt eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin. Ich weiß im Nachgang auch, dass wir fast alles richtig gemacht haben. Außer eben diese Ängste anzusprechen, als die Mama halt wirklich noch gelebt hat. Also auch sie zu fragen, ob sie Angst hat oder wie ihre Angst aussieht. Also das ist das, was ich am meisten nicht bereue. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber was vielleicht auch gut gewesen wäre. Katrin Hagan sagt, das Buch von Britta Buchholz habe ihr geholfen. Hallo. Beim Frau-TV-Dreh treffen sich die beiden in Berlin. Ich finde, Töchter ohne Mutter haben oftmals ein ganz anderes Miteinander. Also man hat das Gefühl, man teilt etwas, man teilt ein Schicksal und man teilt eine Erfahrung. Und das bringt einen eine gewisse Nähe. Und das ist so mein Eindruck. Also wenn ich Katrin treffe, wir haben sofort natürlich ein Thema und ein Schicksal, was wir gemeinsam teilen. Aber wir haben auch sofort einen Anknüpfungspunkt. Ein Thema, auch bei Katrin und Britta. Wann bin ich als Frau wirklich abgenabelt von meiner Mutter? Und was kann ich auch als Mutter tun, damit meine Tochter auf eigenen Beinen steht? Da sein, ohne einen einzuengen. Und ich wusste immer, sie ist da. Aber ohne, dass sie mich festgehalten hat oder aufgehalten hat. Das Wichtigste ist, dass die Mutter die Tochter die Wege gehen lässt, die sie selber gehen möchte. Dass man nicht wie versucht, diese Nabelschnur, die sowieso schon so eng ist, festzuhalten und zu sagen, dieses Band, was wir beide da haben, das darf nicht durchtrennt werden, sondern dass man sie im Grunde diese Flügel, von denen immer gesprochen wird, dass man ihnen diese Flügel gibt und sie sein lässt, wie sie ist. Mutterseelen allein heißt das Buch von Britta Buchholz. Über eine besondere Art der Einsamkeit, die immer bleiben wird. Aber wenn zwei sich treffen, die Mutterseelen allein sind, dann gibt es ja eine Gemeinsamkeit und ein bisschen weniger allein. Lampenpalast, genau, das Wort fehlte mir gerade.